Heike Gundlich telefoniert mit ihrem Vater. Wir vermissen dich sehr. Zum ersten Mal seit beinahe 3 Wochen sieht sie ihn wieder. Der 79-Jährige liegt mit Corona im Krankenhaus. Ja, ich hab's gehört. Ich vermisse euch auch. Zu ihm darf sie nicht. In der Pandemie ist das Krankenhaus für Besucher abgeriegelt. Vor 2 Wochen. Heike Gundlich schickt eine E-Mail direkt an Günther Jauch. Sie schreibt: Sehr geehrter Herr Jauch, ohne Ihren Tipp im Interview wäre mein Vater jetzt tot. Ich bin Ihnen unendlich dankbar. Heike Gundlich. Die 54-Jährige auf dem Weg zum Haus ihres Vaters. Während der Rentner im Krankenhaus ist, kümmert sie sich um den Haushalt. Seit dem Tod der Mutter vor 12 Jahren lebt ihr Vater allein. Trotz seines hohen Alters versorgt er sich selbst und steht noch mitten im Leben. Er fährt Fahrrad, er macht 1 Stunde Yoga am Tag. Er kocht gerne, er spielt im evangelischen Posaunenchor, er ist im Gesangverein, im Männergesangverein und hin und wieder unterstützt er auch noch die Ortsgruppe vom Roten Kreuz. Am 10. April wird Jürgen Krüger zum ersten Mal gegen Corona geimpft. 13 Tage später erkrankt er dennoch an dem Virus. Sofort muss er sich zu Hause isolieren, seine Familie darf nicht zu ihm. Mehrmals täglich ruft Heike Gundlich bei ihrem Vater an. Er hat fürchterlich gehustet und beim Telefonieren konnte man ihn kaum verstehen. Ich glaube, es ging ihm schlechter, als er uns am Telefon, also meinen Geschwistern und mir, hat weismachen wollen. Und insofern waren wir sehr in Sorge. Der 79-Jährige hat einen prominenten Leidensgenossen und der kommt ihm indirekt zu Hilfe. Denn kurz zuvor ist auch Günther Jauch an Corona erkrankt. Bei Stern TV berichtet er darüber. Und dabei erzählt er auch von diesem kleinen Gerät. Man soll die Sauerstoffsättigung des Blutes nach Möglichkeit überwachen, Regina. Wie soll ich das überwachen? Und da gibt es tatsächlich so kleine Geräte. Da steckt man den Finger rein. Und dann muss da 100% muss da stehen, ne? Naja, 100% ist das Ideale. Aber es sollte unter keinen Umständen unter 90% sein. Dann muss man also tatsächlich ins Krankenhaus. So, das sieht man also, der linke Wert ist entscheidend. Da liege ich also bei. Was steht da? 99. Ein Pulsoximeter arbeitet mit Infrarotstrahlen. Vereinfacht gesagt, schickt das Messgerät Licht durch den Finger und misst, wie viel davon das sauerstoffhaltige Blut durchdringt. Daraus errechnet es die Sauerstoffsättigung. Schon ab 94% ist die zu niedrig und das kann dramatische Folgen haben. Johannes von Blumenthal ist Arzt. Er weiß, wie sich eine Unterversorgung auswirken kann. Der Sauerstoff ist ganz wesentlich für den Energiehaushalt im Körper. Das heißt, wenn zu wenig Sauerstoff da ist, dann können bestimmte Organe nicht richtig funktionieren. Letztendlich fällt er erst ins Koma, ja, und dann verstirbt er möglicherweise auch relativ schnell. Ein Pulsoximeter kostet um die 20 Euro. Nicht viel Geld für ein Gerät, das unter Umständen Leben rettet. Auch die Zeitungen berichten über die Infektion des bekannten Moderators und von dem Pulsoximeter. Noch am selben Tag bestellt Heike Gundlich eines der kleinen Messgeräte, schickt es an ihren Vater. Er hat dann auch immer wieder die Werte durchgegeben. Und bei ihm war es so, dass es sprang zwischen 80 und 90 und 80 und 85, sodass wir schon gemerkt haben, dass Corona mit seiner Lunge etwas macht. Heike Gundlich und ihre Geschwister informieren den Hausarzt. Johannes von Blumenthal ist alarmiert, fährt direkt zu seinem Patienten. Schnell ist klar, der 79-Jährige muss sofort in ein Krankenhaus. Wie dramatisch es um ihn steht, realisiert Jürgen Krüger selbst nicht. Normalerweise erwartet man sich, dass der Patient irgendwie hechelnd auf dem Sessel sitzt und kann gar nichts mehr machen. Aber Herr Krüger ist in der Wohnung herumgelaufen und hat irgendwie noch seine Sachen zusammengesucht. Er hat es gar nicht gemerkt. Niemand hätte gedacht, dass seine Sauerstoffsättigung so schlecht ist, dass ein Organversagen droht. Der Rentner hat da nur noch 80% Sauerstoffsättigung im Blut. Die Rettung kommt in letzter Minute. Er wäre ins Koma gefallen, hätte nicht mehr seine Töchter rufen können und wäre möglicherweise tot zu Hause aufgefunden worden. Im Krankenhaus stellen die Ärzte fest, der 79-Jährige hat eine Lungen- und eine Herzmuskelentzündung. Doch der Rentner kämpft und es geht ihm bald wieder besser.
Inzwischen ist er nicht mehr auf der Intensivstation. Und er hat wieder Appetit auf seine Leibspeise, Schokolade. Heike Gundlich hat reichlich davon besorgt. Ich glaube, es hilft ihm, dass wir alle an ihn denken und dass er in dem Bewusstsein, wenn die Schokolade in seinem Mund schmilzt, eingebettet ist in Liebe und Dankbarkeit. Die Schokolade für ihren Vater gibt die 54-Jährige beim Pförtner ab. Besuchen darf die Tochter ihn nicht. Dennoch kann sie ihren Papa heute endlich das erste Mal wiedersehen, dank Videotelefonie. Hallo Papa, grüß dich. Grüß dich, ja. Wie geht's dir, Papa? Du, also ausgezeichnet, kann ich nur sagen. Und 1000 Hände haben mich also wieder dahin gebracht, wo ich also heute wieder bin. Und ich bin da also so froh drum, gell? Freut mich, Papa. Und ich hoffe ja, wenn ich hier rauskomme, dass ich also richtig einkaufen gehen kann. Und so fit fühle ich mich auch inzwischen wieder, ja. Schön. Der 79-Jährige ist schon wieder richtig gut drauf. Tschüss, Papa, hab dich lieb. Tschüss. Ich bin sehr beruhigt, dass er die Kurve noch mal geschafft hat und sich auf dem Weg, auf einem guten Weg der Besserung befindet. Also, das ist total schön gewesen. Danke.